Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Acer Aspire 3 und zwar ein A315-54 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich noch sagen, dass ein Display hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Gerät ran. Ich kann euch das jetzt hier nicht zeigen, das ist nämlich ein Reparaturgerät. Und wenn ich das aufmache, habe ich gleich den ganzen Displaydeckel in der Hand. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man jedoch einzeln tauschen. Gut, um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst einmal alle Schrauben lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und die sind in dem Fall auch alle gleich lang. Und zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Und das ist super praktisch. Das sind nämlich alle Aufsätze und Schrauben mit dabei, die man so gebrauchen kann. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Und in dem Fall habe ich für die Kreuzschrauben ein PH0 als Aufsatz genommen. Um das Gerät jetzt zu öffnen oder die Unterseite aufzuhebeln, muss man zwischen die Verbindungslinie von Unterseite und Gerät. Und das sieht man hier, glaube ich, ziemlich gut. Die läuft einmal um das Gerät herum. Und zum Öffnen habe ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand genommen. Und damit kann man jetzt zwischen Gehäuseunterseite und dem Gehäuse an sich so ein bisschen reinhebeln und das dann nach oben hin weghebeln. Und das geht im Normalfall auch ziemlich einfach. Das laute Knacken ist dabei völlig normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen lösen. Da braucht man also keine Angst zu haben. Und so arbeitet man sich dann einmal um das Gerät herum. Wenn es irgendwo mal ein bisschen schwerer geht, einfach schauen, dass man wirklich alle Schrauben draußen hat. Und ansonsten auch einfach nicht mit Gewalt. Lieber einmal sich um das Gerät komplett herumarbeiten. Und dann kann man das meistens auch mit der Hand schon so ein bisschen lösen und abziehen. Und dann hat man die Unterseite ratzfatz gelöst. Und die sieht dann so aus. Und so sieht das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard. Und wir sehen hier das Kabel und den Stecker. Und den kann man jetzt einfach nach hinten hin rausziehen. Und dazu greift man den einfach hier seitlich und zieht den nach hinten raus. Der wird hier auch noch von so einem kleinen Klebeband gehalten, aber das macht nichts. Und dann hat man auf jeden Fall mal sichergestellt, dass hier kein Strom mehr fließt. So, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, direkt über dem Akku ist der RAM. Hier drüben ist die SSD. Dann sehen wir hier noch den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Und hier drüben sehen wir noch, da wäre noch Platz für eine 2,5 Zoll HDD.
Da muss man das Gehäuse und den Adapter gleich mit dazu kaufen. Und die wird dann hier am Mainboard angeschlossen. Der Akkutausch oder Ausbau ist super einfach hier. Der Akku selber wird nur von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Und wenn man die Schrauben gelöst hat, kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls auch tauschen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Und hier ist es so, dass man die beiden Schrauben hier rausnehmen muss, die das Blech halten. Und dann kann man das Blech nach oben hin einfach wegnehmen. Das Touchpad selber ist hier quasi einfach nur eingehakt. Und sobald man das Blech weg hat, kann man das quasi nach unten einfach rausziehen. Und dann muss man eigentlich nur noch aufpassen, was heißt aufpassen, aber dieser Stecker hier, das Kabel, das muss man natürlich auch trennen. Und da ist es so, das kann man nicht einfach nach hinten rausziehen, das ist ein Kippschalter. Den klappt man zuerst nach oben, einfach so. Und dann kann man das Kabel auch rausziehen, ein bisschen aufgeklebt hier noch. Genau, und dann sieht man hier vielleicht auch noch die drei Halterungen nach hinten hin rausziehen. Und beim Wiederverbinden eigentlich nur darauf achten, dass das Touchpad-Kabel wieder richtig im Stecker sitzt. Bis ganz hinten. Und dann kann man das wieder verbinden. Blech drauf, Schrauben rein und ja, eigentlich auch ziemlich unkompliziert. Der RAM-Tausch ist auch super einfach. Der RAM wird nur von den beiden Klammern hier gehalten. Die zieht man so ein bisschen nach außen. Und dann kommt der RAM einem förmlich entgegen. Dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen und austauschen. Und dann kommt der auch genau so wieder rein, bis ganz nach hinten und wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und genauso einfach ist auch die SSD. Die wird hier von dieser einen Schraube ganz unten gehalten. Und dann kann man die so ein bisschen nach oben hebeln und nach hinten rausziehen. Und hier ist es auch so, da geht auch eine verkürzte SSD rein, beziehungsweise ist da vielleicht auch eine verkürzte SSD drin. Und die wird dann quasi hier verschraubt. Und da hat man dann einfach, um ganz, ganz sicher zu gehen, dass da nicht irgendwie ein Kurzschluss oder irgendwas passiert, noch eine kleine Abdeckung drüber gemacht. Und so hat die SSD, liegt da einfach nicht auf Metall. Und beim Einbau auch wieder umgekehrt in den Slot. Dann wird die ein bisschen nach unten gedrückt und man kann sie wieder verschrauben. Auch den Lüfter kann man bei dem Gerät separat tauschen. Der wird in dem Fall von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Und die löst man und danach muss man noch das Lüfterkabel selber trennen. In dem Fall mache ich jetzt erstmal die Schrauben weg. Und dann kann man den Lüfter nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Und dann ist unter dem Klebeband hier, sieht man das, der Stecker vom Lüfterkabel. Und da kann man hier seitlich den Stecker direkt greifen und nach hinten hin rausziehen. Und ja, beim neuen Lüfter, je nachdem wie das Kabel ist, wie rum das vielleicht gedreht ist, noch eine Anmerkung: auf einer Seite des Steckers kann man die Kontakte sehen. Und die zeigen jetzt in dem Fall bei dem Gerät nach oben, wenn man das wieder verbindet. Und das würde ich jetzt in dem Fall eben auch zuerst machen, unter den WLAN-Kabeln durch und dann wieder in den Stecker zurück. Einfach nur schauen, dass der wirklich richtig drin sitzt. Dann kann man auch das Kabel wieder hier drüber machen. Genau, und dann legt man den Lüfter zurück in seine Position. Der liegt hier auf dem Heatsink drauf. Und
dann jeweils auf den Gewinden. Genau so, zeige ich das nochmal schnell, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Hier unten drauf. Genau, und dann kann man den wieder verschrauben. Der Akku-Einbau ist jetzt genauso einfach wie der Ausbau. Der hat hier so kleine Ausbuchtungen, ist aber ansonsten passgenau. Und auch hier drüben noch so eine kleine extra Ausbuchtung. Und dadurch sitzt der absolut wackelfest, muss nur noch wieder verschraubt werden. Und das Allerwichtigste am Ende ist natürlich, dass man den auch wieder mit dem Mainboard verbindet, damit das Gerät am Ende auch wieder Strom bekommt. Dazu steckt man den Stecker einfach zurück in die Buchse, bis ganz nach hinten rein, macht das Klebeband wieder drüber und schon ist das erledigt. Gut, die Unterseite legt man jetzt einfach wieder auf das Gerät drauf und drückt die fest. Und da kann man ruhig fester alles zudrücken. Gehe am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Und ja, dann muss man nur noch wieder alles verschrauben und hat das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.